Sampath erfährt bei dem Treffen von Suma. Suma ist 14 Jahre alt und soll an einen 45-jährigen Mann verheiratet werden, als seine dritte Frau. Das will Sampath verhindern und stattet der Familie einen Besuch ab. Die wollen dich verheiraten? Ja, mein Vater will mich verheiraten. Aber ich habe mich geweigert. Wo ist dein Vater jetzt? Er ist auf dem Feld. Was machst du, wenn er versucht, dich zur Heirat zu zwingen? Die können mich nicht zwingen. Dann weigerst du dich. Ja, mach ich. Sehr gut. Mädchen wie du müssen mutig sein und um ihr eigenes Leben kämpfen. Kinderhochzeiten sind in Indien mittlerweile verboten. Aber hier im Hinterland kümmert sich niemand um das Gesetz. Was hast du uns da mitgebracht, Väterchen? Ich bin hier, dich festzunehmen. Mach dich bereit für den Knast. Was soll das mit deiner Tochter? Sie soll heiraten. Einen 45-Jährigen? Ja. Wieso? Er will keine Mitgift und ich bin arm und habe 4 Töchter. Wenn ich für eine Tochter keine Mitgift bezahlen muss, ist das für mich die Rettung. Deine Tochter ist sehr intelligent. Verdirb ihr nicht das Leben. Wag es nicht, sie zu verheiraten, sonst bringe ich dich hinter Gitter. Sampath weiß genau, was die 14-Jährige erwartet hätte. Sie hat es selbst erlebt. Als man mich mit 12 verheiratet hat, war ich völlig ahnungslos. Ich weiß noch, als mein Mann mir das erste Mal nahe kam, mich berührte. Ich wusste nicht, was er wollte und hatte furchtbare Angst. Mein Mann hat keine Rücksicht auf mich genommen. Er hat einfach weitergemacht. Es war schlimm für mich. Ich habe dann verstanden, er ist ein Mann und ich bin eine Frau. Und ich dachte, alle Männer sind Tiere. Die Mitgift-Tradition stürzt viele Familien mit Töchtern in den Ruin. Für Familien mit Söhnen ist sie eine todsichere Geldquelle. Deshalb ist die Geburt eines Sohnes ein Glücksfall, die einer Tochter ein Schicksalsschlag. Viele indische Frauen treiben ab, wenn sie wissen, dass sie ein Mädchen erwarten. Im Haus der zukünftigen Schwiegertochter Binu. Binu ist 18 Jahre alt. Ich bin froh, dass Binu zu uns kommt. Ich werde ihr viel Liebe geben und sie wie eine Tochter behandeln. Binus Eltern hatten Angst, sie könnten sich diese Hochzeit gar nicht leisten, weil sie befürchteten, die Mitgiftforderungen wären viel zu hoch. Ich bin froh, dass Binu in eine gute Familie einheiratet. Sampaths Familie steht ja höher als unsere. Sie sind gebildeter und haben mehr Geld. Trotzdem hat Sampath meine Tochter als Schwiegertochter ausgewählt. Binus Familie weiß ja, dass ich gegen die Mitgift kämpfe. Ich werde keine Mitgift verlangen. Die Gang macht sich auf zur Polizei. Sie wollen, dass der Fall der Selbstmörderin aufgeklärt wird. Wenn eine Frau hier im Hinterland tot aufgefunden wird, forscht die Polizei selten genau nach. Erst wenn die Gulabi-Gang aufmarschiert, machen die Gesetzeshüter ihren Job. Aus Angst vor Prügel. Machen Sie die Kamera aus. Bitte, rausgehen. Wir dürfen nicht weiterdrehen. Unbemerkt von den Polizisten lassen wir trotzdem die Kamera weiterlaufen. Während der Rest der Gang draußen wartet, macht Sampath Druck, zeigt dem Polizeichef die Fotos der Erhängten. Der gibt schließlich beschämt zu, dass seine Mitarbeiter mit ihrer Einschätzung falsch lagen. Das sieht wirklich nicht wie Selbstmord aus. Ich sehe die Schnittverletzung. Eigentlich betrachten wir so etwas dann nicht als Selbstmord. Mitglied der Gulabi-Gang zu sein, ist nicht ungefährlich.
Fast täglich bekommen die Frauen Morddrohungen. Aber gemeinsam sind sie stark. Sie haben auch dieses Mal Erfolg gehabt. Der Polizeichef verspricht, sich persönlich um den Fall zu kümmern. Jetzt ist erst einmal Zeit für die Hochzeit von Sampazon. Teil einer Hochzeit ist die Utan-Zeremonie, ein Reinigungsritual. Ich habe nur einen Sohn. Und mein größter Wunsch war, seine Hochzeit hier zu feiern, in diesem Dorf, mit meinem Clan. Plötzlich, mitten in der Zeremonie, will der Vater der erhängten Frau unbedingt mit Sampat reden. Wir feiern gerade die Utan-Zeremonie meines Sohnes. Gestern kamen 8 bis 10 Leute zu mir, Verwandte der Schwiegerfamilie. Die haben mich unter Druck gesetzt. Ich soll mich ruhig halten oder sie werden mir Ärger machen. Lass dich bloß nicht auf eine finanzielle Lösung ein. Deine Enkel werden ihren Teil bekommen und versorgt sein. Wir waren verzweifelt wegen des Todes meiner Tochter. Wir hatten Angst, der Fall wird unter den Teppich gekehrt. Aber als du kamst, haben wir wieder Hoffnung geschöpft, dass die Verantwortlichen verhaftet werden. Es gibt übrigens gute Neuigkeiten. Die Schwiegermutter und der Schwager deiner Tochter wurden festgenommen. Wirklich? Ja, der Polizist mit Bart hat mich gestern angerufen. Sie sind verhaftet. Ihr Name war Santi? Ja, Santi Devi. Die Schuldigen sitzen im Gefängnis. Wieder hat die Gulabi-Gang einen Fall gelöst. Aber an diesem Abend wird Sampat noch 2-mal beim Feiern unterbrochen. 2 verzweifelte Familien haben sie um Hilfe gebeten. Wieder 2 neue Fälle für die Gulabi-Gang.